Servus und willkommen zu der neuen Folge von GT New Horizon. Ja, das letzte Mal waren wir ja noch schön brav im Nether. Da habe ich ja auch noch schnell eine Speedaufnahme gemacht. Sozusagen, ich das Treppenhaus gemacht habe. Und hier lang. Und geht jetzt hier nach unten. Laufen wir mal schnell hin. Also ich kann nur empfehlen, wenn ihr so eine Möglichkeit habt, dass ihr sofort nach unten bauen könnt. Ich habe diesmal einen wahnsinnigen Dusel gehabt. Das heißt, ich habe wirklich keine 10 Meter laufen müssen. So, dann geht es hier entlang. Dann geht es dann nach hinten. So, und jetzt müsste gleich auch was auftauchen. Jawohl, da kommt's. Da wollte ich einfach nur noch nach hinten bauen und et voilà, da ist eine Sulfurader. Sulfur, Pyrit und Sphalerit. Sehr schön. Also die Erzadern, momentan hau ich die Erzadern so weit raus, wie ich es verarbeiten kann oder muss. Und wenn ich den Hammer dann habe, dann werde ich dann mal richtig malochen gehen. Und dann werden wir mal die Adern so richtig rausprügeln. Die Schweinchen sind sowieso alle auf mich sauer hier. Wenn mal hier welche spawnen. Also das ist ja wirklich witzig. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Hatten wir, glaube ich, auf dem anderen Server auch am Anfang waren auch die Monster ziemlich viele. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt auf dem Zocken-Server dasselbe machen würde, würde ich hier überrannt werden. Und hier ist es überschaubar. Okay. Aber wie gesagt, wenn da einer Tipps und Tricks hat, gerne damit ab in die Kommentare. Wie gesagt, du kannst dich hier fast dann draußen nachts hinstellen und passiert nichts. So. Die Kiste ist auf jeden, die werden auch auf jeden Fall auch immer volle. So, dann brauche ich jetzt von dir mal schnell nochmal 12. 1, 2. 1, 2. Säge wieder hin. Dann. Ah, blind brauchen wir noch. Blind. So, Kiste bauen. Tor bauen. Gott. Und dann hätte ich gesagt, die stelle ich jetzt mir mal erstmal hier hin. Weil die Kiste ist nämlich bald voll. Ein bisschen Sulfur weg. 804, jawohl. So, und Graphit. Schauen wir mal. Mal auch mal weg. Pyrit. Pyrit ist Eisen. Ist Kupfer, oder? Ne, ist Eisen. Okay. Lass mal schön laufen, nehme ich noch ein bisschen Kupfer rausgeholt, weil das werden wir jetzt ja auch mehr brauchen und wir werden auch dann Zimt brauchen. Darum macht es meiner Meinung nach auch Sinn, dass wir jetzt daran arbeiten. So, dann kann ich mir dieses schon mal claimen, das Imp, wir nehmen mal das Imp-Leder. Wie gesagt, ich habe noch keinen Imp gesehen. Dann haben wir hier P-Hemp, dann haben wir was zum Essen. Da muss ich mich jetzt auch intensiver mal dann langsam drum kümmern.
So, und dann wollen wir jetzt auf Wire and Wrap. Das heißt, wir brauchen jetzt 120 Raw Rubber Dust. Schauen wir mal draußen. Beziehungsweise nein, sondern ich möchte jetzt den Extractor. Und den Kompressor. Ja, glaube ich, oder? Habe ich zu wenig Rough Iron dafür? Es geht eigentlich. Ich brauche 16 Platten. Schauen wir mal, ob wir die hinkriegen. Und derzeit tun wir mal das Sulfur da rein. Gott sei Dank. Einmal Wasser. Perfekt. So, 10 haben wir schon mal. Sechzehn. Jawohl. Dann machen wir nämlich das da als nächstes. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Stahl, 3 Stück. Muss auf jeden Fall auch mal langsam Stahl laufen lassen. Ja, Henne und Ei, ne? Ja, das heißt, ich muss mal Kohle raushauen. Komm aber nicht dazu, weil ich die ganze Zeit andere Sachen aus klabustern darf. So, wir haben jetzt ein Stack, das heißt, das Sulfur reicht. Für diejenigen, die gedacht haben, der Drake hat da mal nichts vorbereitet. Der Drake hat da mal was vorbereitet. Und wir brauchen jetzt, das wird jetzt dann da draußen heißen. Wir machen jetzt erstmal den Maserator aus. Aber der wird nämlich jetzt gleiches Jaulen anfangen. Denn wir nehmen den Kompressor mit. Und wir nehmen den da mit. Alloys Melter kommt auch noch irgendwann dran. Aber da brauche ich mehr Solarboiler. Und dann kommen sie schon vielleicht ins provisorische Obergeschoss. Muss ich mal gucken. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Das da kann weg. Du kannst weg. Dann brauchen wir jetzt den Steam-Kompressor. Kommst dahin, du kommst dahin, du kommst raus. Nochmal Usage Nummer 1 und Usage Nummer 2. Ach so. Ich habe nur 2 gemacht. Habe ich noch welche? Nein. Dann heißt es, ich brauche noch mal 9. Den schließe ich aber erst an, wenn ich den Vortimer durchgejagt habe. Weil andersrum könnte es sein, dass mir der Dampf ausgeht. So. Sind jetzt beide nämlich schon leer. Und wenn ich jetzt dich anschließe, bist du gleich ganz leer. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal Receipt. Nein, Entschuldigung. Usage. Zack. Rausnehmen. Hammer rein. Branch rein. Nochmal Usage. Und wir haben den High Pressure Extractor. Das ist super. Und jetzt kann ich die nämlich jetzt laufen lassen. Wenn ich dann wieder Dampf habe, kann ich die Maschine wieder laufen lassen. So, so schnell macht man mal schnell 2 Maschinen. Wir holen uns aber auch gleich den Reward ab.
denn das Essen ist immer noch ein Problem. Komme ich ja auch nie dazu. So viel zu tun und so wenig Zeit. Kommst da rein. Ah, es wird dunkel. Das ist natürlich auch der Nachteil von dem Solar, wenn man keinen Tank hat. Das sollen wir uns auch mal langsam drum kümmern. Ja. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt Raw Rubber Dust und wir haben Sulfur Dust und jetzt brauchen wir Rubber Bar. Und die mache ich wo? Ich vermute mal in der Maschine, die ich nicht abgegradet habe. Richtig. Bin ja total glücklich. Das heißt, wir brauchen nochmal 9. Dann drückt mal die Daumen, dass es reicht. Dann haben wir aber wirklich alle Maschinen abgegradet. Wrench natürlich wieder drin lassen. So, da ist die Stahlplatte, die wo ich gleich noch brauchen werde. Da ist der Wrench. Können wir eventuell mir mal noch einen zweiten bauen. So, aber jetzt kommen erstmal das Zeug alles raus. Packen wir mal hier rein. Dann haben wir einen Alloy-Smelter. Dann auch hier Usage. Ich brauche nur eine. Sehr schön. Das ging ja schneller als gedacht. Oh, es wird nur etwas länger dauern, alleine, bis der Dampf da drin ist. Habe ich da noch eine Möglichkeit? Nein. Nee, habe ich nicht. Bin gerade beim Überlegen, ob ich diese Wasserpipe sozusagen hier und hier hin mache und da dann den Simple Solar Boiler, nicht den Simple, sondern meinen Coal Boiler mit hin mache. Den hier. Habe ich noch Holzpipes rumfliegen. Jawohl, habe ich. Hätte ich gesagt, tun wir das, dann kann ich auch meine Coke-Öfen wieder öfters verwenden. So, dann heißt jetzt du, dann machen wir jetzt nämlich als erstes mal das. Ich hoffe, dass es das überhaupt klappt. Das und das. Dann gehst du dahin. Dann gehst du dahin. Du bist wieder weg. So, dann heißt du gehst nach unten, du gehst nach unten, du gehst nach unten, nach links und nach rechts. Dann gehst du weg. So. Schauen wir mal. Ich glaube, der hat sich verbunden. Ja, aber glauben heißt nichts wissen. Aber schaut gut aus. Oder? Machen mal den ultimativen Test. Ich habe doch Kohle mitgenommen. Brennen darf auch nichts. Ja, am besten auch hier rein.
Weil dann kann ich, habe ich jetzt meine drei Boiler, die wo ich habe, dann können die auch alle drei Dampf erzeugen. Und wenn es nicht abtransportiert wird, können wir es ja immer noch anschließen. Perfekt. So, dann kommst du dahin. Du kommst da rein. Du kommst dahin. So, wir müssen jetzt dann 40 Stück machen. Okay. Macht auf jeden Fall Sinn. Am liebsten den ich mir eine Kurbel baue und einen Mixer. Schade, dass es keinen ULV oder sowas gibt, Mixer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft auch. Ja, Basalt habe ich natürlich auch noch nicht gefunden. Hier müsste ich eigentlich auch alles mehr rausklopfen. Ich habe jetzt schon mal den Chunk hier komplett rausgeschlagen. Also den halben, nicht den ganzen, weil da fehlt ja auch noch die Seite. Und da müsste ich eigentlich auch noch weitermachen. Jetzt habe ich hier erstmal wieder weg abbauen müssen, damit ich überhaupt an Kabel rankomme. Weil dieses Fass nämlich sich auch schon zur Neige geleert hat. Dann merkt man mal, was man alles im Liter braucht. So, meine Bäumchen sind hier auch. Die sind jetzt richtig. Der hier ist falsch. Und meine Bärenbüsche da unten tun auch langsam, aber sicher alles sauber laufen. Das heißt, wir haben die nächsten zwei Essen fertig. Aber da fällt mir was ein, was wir auf jeden Fall noch machen können. In der Zeit hänge ich mal schnell mein Forestry Backpack dahin. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Sieben, neun, zehn. Heißt, wir haben noch mal einen fertig. Jawohl. Dann brauche ich jetzt, glaube ich, nur noch neun Stück. Nein, nicht mal. Noch sieben. Siebenmal müsste er noch gewachsen und gedeihen. Dann sind wir glücklich. Derzeit hauen wir mal hier noch schnell die Blätter weg. Dass auch die hier alle laufen. Und falls noch irgendwelche Bäume nicht gewachsen sind, dass die Platz kriegen, dass sie wachsen können. Solange ist die Axt so schnell, dass ich den obersten auch noch wegkriege beim Hüpfen. Ich könnte mir mal noch schnell zwei Pistons bauen. Das könnte man noch tun. Da habe ich nämlich was Vernünftiges noch gemacht für mich. Oh. Schaut zwar ein wenig komisch aus, aber meine ganzen Bäumchen stehen. Das heißt, ich muss sie noch stützen. So, das heißt jetzt für mich, wir brauchen, ich brauche zwei Pistons. Habe ich noch Carpenters Blöcke, sechs Stück da? Ich habe vier. Das heißt, ich brauche nochmal Holz. Dann brauche ich meinen Wrench. Dann brauche ich Schraubendreher. Habe ich keine Schraube. Ja, toll.
Mal wieder keine Rauben mehr. Dann machen wir uns die. Müssten jetzt auch reichen. Ah, dann kommst du dahin. Kommst dahin. Drehe in die Mitte. Gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das da alles sicher. Okay, dann brauche ich jetzt für den Pisten Red Alloy Plate. Das heißt, wir brauchen dreimal da was. Und wir brauchen hier von diesen Small Iron, also Small Gears. Das sind hier. Das heißt, ich brauche sechs mal davon und zwei, vier, sechs, acht davon. Dann acht mal hierhin. Dann haben wir die Rods. Dann müssen wir raus. Müssen wir schlafen. Auf jeden Fall, wenn die jetzt wieder alle drei Steam anfangen aufzubauen, dann kann ich nämlich einen Maserator nämlich wirklich durchgehend laufen lassen. So, dann probieren wir als erstes mal den hier aus. Den wieder anmachen. Willst du mich? Ach so. Du willst mich nicht verarschen. Du hast nur einfach keinen Entlüftungsschlitz, was ihr auch nicht habt. Gut, dann kommst du da rein. So. Der müsste eigentlich richtig sein. Ja, jetzt machen wir halt einfach den einfachsten Weg, ne? Er ist nicht verbunden. Aber jetzt. Und gut ist. Und jetzt kann der auch schön gemütlich raushauen. Die können wir wieder aufbauen. So, dann haben wir hier die zwei. Dann haben wir hier die vier. Sehr gut. Dann noch mal ein. Jawohl. Aber der Dampf nimmt ab, das heißt, das funktioniert auch. Und den können wir jetzt dann schön brav auch laufen lassen. Das ist doch schon mal angenehm. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes jetzt die Gears. Alle vier. Oh, und jetzt fehlt mir noch. Ah, Zaun. Jetzt bräuchte ich noch wieder zwei Zäune, die wir mal wohl haben. Jawohl. Und jetzt haben wir zwei Pistons. Das ist doch schon mal sehr schön. Den da oben nehme ich mir auch gleich. Nicht, dass man das wieder ein, dass ich dann irgendwann stundenlang Sachen machen muss. Das da würde ich gerne machen. Zwei Tanned Leather. Zehn Leder. Moment mal. Davon ein Ding. Ja. Ich weiß, dass die Kühe auch noch rumziehen müssen.
Ich habe meinen Forestry-Rucksack von hier auf der Straße liegen lassen. Tja. Ich kann nicht nur. So, das heißt, ich gehe jetzt mal hier rein. Ich plane hier für euch schon ein neues Gehege. Das heißt, ihr bekommt viel mehr Platz und könnt auch viel mehr Kühe werden. Dass wir das Lederproblem dann mal beseitigen. So. Gut. Wie viele Leder haben wir? 9. Das reicht. Aber einen haben wir noch. Dann haben wir hier auch noch die 10. Halt, stopp. Da muss rein. Und der baut wieder auf. Muss ich immer dran denken, dass ich das jetzt immer wieder mache, wenn ich vorbeilaufe. Okay, also das heißt jetzt, das da haben wir 9 Leder. Was brauchen wir noch an Rods? 4 Stück. Viermal Stahl. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall Zeit, dass ich meinen Stahl wieder anschmeiß. Oh. Sehr gut. Wir haben noch genau das Richtige. In Detesh. So, und du bist Nummer 4. Gut. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche dich. Und ich will dich. Eine Bronzeschraube brauchen wir auch noch. Ein letztes Bronze-Ingot. Du wirst wenigstens für vernünftige Sachen hergenommen. Okay. So, also, der Kleider ist aber das Erste, was wir machen. Ah, den zweiten konnte ich nicht machen, weil Leder. Nochmal. Bin ja schon mal froh, dass es da keinen linken, keinen rechten gibt. Mir fehlt noch eine Stahlschraube. Dann machen wir die halt auch noch schnell. Das bringt uns nämlich wieder richtig weiter. Hatte ich eine gemacht? So, ich habe aber keine Rods mehr, ne? Das heißt, ich brauche jetzt noch mal wie viel Schrauben? Weitere 3. Ich merke immer mehr, mein Stahl nähert sich dem Ende. Das heißt, ich müsste dann auch mal schauen, dass ich wieder Kalzit und sowas baue. Oder abbaue. So, wir haben aber unseren Gleiter. Das ist schon mal eine hervorragende Sache. So, und ich brauche jetzt noch 2 Rubber Sheets. Und das habe ich auch das letzte Mal mehr denken müssen, dass das ja auch geht. So. Du bist wieder voll. Und ich weiß, aber ist mir egal. Das hat Vorrang. So, ich brauche jetzt bitte komplette Lederschuhe. Habe ich sowas rumfliegen? Jawohl, habe ich. Oh. Mir reicht's nicht, weil ich ein Tenet. Oh Mann, ey.
Echt jetzt? Weil ich die für die Dinger draufgegangen sind. Nein! Ich brauche davon vier. Ich brauche vier Leder. Ich habe draußen zu wenig Kühe. Aber ich kann mein Kleider verwenden. Yippie! Das ist doch Fupi! Fortbewegung 2.0. Das war einmal das, wo ich gesagt habe, ne? Von einem Hügel zum nächsten. Oh, Minispinne. Und durch den Schlafsack. Ja, das ist genau richtig. Ja, und jetzt ist der nächste Hügel da. Jetzt muss ich nur gucken. Wo werden wohl mehr. Ja, okay, da nach hinten gehen wir jetzt Richtung Wüste gehen, richtig? Richtig. So, Schlafsack. So, und bevor wir uns schlafen legen, noch ein Abendbrot essen. Sind wir auch glücklich. Wenn wir jetzt noch so ein oder zwei Kühe finden würden, wäre ich noch glücklicher. Geronimo! Gehen wir zu dem Hügel. Auf jeden Fall in der Ecke waren wir noch nicht. Aha. Die nehme ich definitiv mit. Wieder ein Dark Oakwood. Das sind Pferde. Das Pferd kriegt die ganze Zeit Schaden. Gestorben? Aber kein Leder da gelassen. Wieso bist du gestorben? Weißt du selber nicht. Vergiftet, hä? Ah, wenn ich diese Schuhe hätte, dann wäre es das nämlich auch vorbei. Aber ich hab's halt noch nicht. Weil ich halt kein Leder habe. Ja, dass ich dann noch eins brauche, das habe ich komplett übersehen. So, wo sind wir denn? Dann lasset uns mal fliegen. In den Pferdchen. Hexenzirkel. Da stirbt wieder. Ne, diesmal stirbt ein Esel. Oh. Und wir gehen wieder auf den Hügel. Ah ja. Also das ist. Die Gegend ist richtig super für einen Gleiter. Ich glaube, man kann Pferdchen könnten, glaube ich, auch Leder preisgeben. Dann bin ich ja vorhin mal hingerannt, aber da kam was anderes raus. So. Das sind gerade mal Hühner. Ja, schaut mal, Katten. Das schaut nach Hundis aus. Ich will jetzt mit Hundis nicht spielen.
anfangenden Knochen will ich auch nicht spielen. Also das heißt, ich renne weg und die hinterher. So, ich habe Kirschen. Ich habe endlich Kirschen. Ich glaube gar nicht, wie lang, dass ich schon keine Kirschen mehr gesehen habe. Früher bist du von denen erschlagen worden. Ich habe jetzt schon gesehen, dass es für die neueren Versionen einen so Art Battery-Mod gibt. Sowas hätte ich noch gern für die 1.7.10. Also in diesem Pack hier. Dass man Leder gerben muss. Bin gerade gespannt, wie sie das mich gerade verfluchen. Ganz schön, also mir kommt es gerade wegen Duster vor. Hier. Das habe ich doch hervorragend gemacht, ne? Bräuchte eigentlich, naja, endlich bräuchte ich nur die Sepplinge. Ja, wenn man halt wieder jeden Käse mit sich rumschleppt, ne? So, was haben wir denn bekommen? Raw Horse Meat, okay. Und den Sticky Resin lassen wir da, aber die nehmen wir mit. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Ja, mein erster Bird, wo ich regulär sehe. Ja, ich muss mal mit so einem Pferd sprechen. Ob der mir Leder gibt. Müssten halt viele tapfer sein und weggucken. Aber wenn man Leder braucht, braucht man Leder. Da sind es mehrere. Ihr könnt euch weiter vermehren. Leder. Danke. Der steht noch abseits. Brüllen so quält. So, jetzt hat es noch drei. Danke, ich habe mein Leder. Also, funktioniert auch noch. So. Dann heißt es jetzt nach Hause. Sind wir ein bisschen entfernt. Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass es an der Chunk-Zahl liegt. Das heißt, das werde ich mal probieren. Weil unser anderer Server, der hat mehr View-Chunks als der hier. Das könnte natürlich sein, dass dann damit die Spawnrate auch reduziert wird. Wir wollten den Server eigentlich nicht so extrem belasten.
Also und sofort Dank. Auf jeden Fall die vier Leder, wie gesagt, habe ich. Und hier habe ich jetzt halt wieder Karten rumliegen, ne? Also das, was ich ewig gebraucht habe am Anfang. So, jetzt gehen wir mal den Hügel hier hoch. Auf den Baum, wenn wir jetzt noch raufkommen. Jawohl. Haben wir einen guten Absprungpunkt. Nimm den Aufwind mit. Kann nach oben drücken, wie ich will. Geht nicht. So. Wie weit sind wir denn noch weg? Okay, nicht mehr weit. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Jawohl. Ich sehe schon unser Zuhause. Und wenn nicht, sehe ich den grünen Irrens zu Hause. So, Eingang ist hier. Ein 2-Tages-Ausflug gewesen. So, dann schauen wir mal, dass es jetzt reicht. So, du kannst dahin. Dann brauche ich jetzt den Rubber Tree Sapling, die kommen hier hin. Die Textilgardens kommen hier hin. Sogar Münzen habe ich dabei gehabt. Aber ich habe mein Leder. Nicht motzen. Machen. So, das heißt, ich brauche jetzt das da. Dann kann ich dich da lassen und auch dich. Jetzt hätte ich halt gern Time in a Bottle, dass das mal kurz schneller geht. Wir hängen es dran. Okay. So, aber in der Zeit können wir noch was machen. Und zwar, ich habe ja Slime Balls. Ich habe Strings. Ich hätte gesagt, ich nehme gleich zwei. Dann war das ein Elite. Ah, ich nur einen hin. So. Jetzt haben wir noch einen zweiten. Dann kann ich nämlich immer zwei Tiere dann irgendwann transportieren. Okay, dann brauche ich mal schnell, ja, nehmen wir mal schnell vier Dinger da, vier Oak, nicht vier Fackeln. Will nicht einen Baum anzünden, ich will sie bauen. Danke. So, dann haben wir ein bisschen das da und jetzt habe ich ein neues Fleisch von GT++ ist es. Aha. Kann man Lasagne machen? Böser Insider. Böser Track. Wer kann, der kann. So, dann können wir die Carpenters auch aufräumen. Brauchen wir zurzeit nicht.
Und wir gucken mal, wie es mit dem Steam hier ausschaut. Der ist immer noch leer. Dafür sind jetzt die zwei voll. Das heißt, ich lasse mal jetzt gleich. Ich bin mal provokant. Drei Stück laufen. Ich bin ja nur froh, wir brauchen, glaube ich, 40. Muss ich mal gucken. Ich bin der erste Held. Ich bin mal gespannt, wie viel das schon in den Kommentaren geschrieben haben. Aber es ist nie falsch, Tainted Leather zu haben, weil wir brauchen auch noch den anderen Rucksack. So, das heißt, wir haben jetzt das alles. Und wir haben unsere neuen Schühchen. Das heißt, die Schühchen gehen jetzt da an die Füßchen. Und jetzt haben wir den Step Assistant. Und habe ich noch eine vielleicht eine vernünftige Kopfbedeckung? Jawohl. So, dass ihr mal seht, was jetzt das für Vorteile hat. Und zwar, wenn man jetzt hier so läuft, klack, klack, ist nicht schön. Und wenn man den Glider hat, man springt jetzt drei Blöcke hoch. Das heißt, ich brauche mir jetzt hier keinen Kopf mehr machen, sondern zack, bin oben. Ich mag diese Schuhe. Ich mag sie wirklich. Vor allem, da kannst du auch mal Bäumchen fällen, wenn es ohne Leiter, was der dann drauf rumhüppen kannst. So, dann haben wir jetzt noch einen, zwei, drei, ups, vier, fünf, sechs. Habe ich nicht gesagt, ich brauche sieben? Hatte ich. Super. Und Rucksack mitnehmen. Und jetzt können wir auch hier mal die Bäumchen sauber machen. Heißt, wir brauchen einen Block und auch der Fallschaden. Ich glaube, jetzt kann man fünf oder sechs Blöcke runterhüpfen, ohne dass man Fallschaden bekommt. Ich weiß noch nicht, ob die Schuhe das dann Schaden bekommen. Das müssen wir gucken. Aber wir haben jetzt uns in der Hinsicht verbessert. Na, kommen jetzt auch hier so rein. Und ich werde dann demnächst jetzt dann mal anfangen, die lieben Stallungen da hinten zu machen. Okay. 1, 2, 3. Das sind jetzt noch provokanter. Wir machen gleich mal 4. Also der baut Steam auf. Und der geht langsam nach unten. So, das heißt jetzt für uns, also erstens mal das da. Rubber Sheets. Ich könnte mir jetzt natürlich Rubber Sheets machen und die dann im Alloy Smelter. Nein, aber das wäre irre. Ich hätte gesagt, ich nehme jetzt mir wirklich wieder Tainted Leather. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Hätten wir drei. Hier ist Nummer vier. Und ich glaube, ich brauche für den schönen Rucksack brauche ich. Wo ist der überhaupt? Ich glaube, der ist. Ne, Without Dying wäre ein bisschen erinnern. Ist der, glaube ich, da oben? Genau, der ist hier. Ich brauche fünf. So ist es. Woven Cotton wäre nicht das Problem. Tainted Leather ist mal wieder das Problem. Yay! Schön. Ich habe doch gesagt, man kann nicht zu viel von dem Zeug haben. Ja. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall mal dranbleiben. Das heißt, für mich heißt es jetzt da hinten, wir werden. Merk gerade, der Hügel wird auf jeden Fall im Weg sein. Yay, ich werde richtig viel Erde bald haben. Freuen wir uns aber drauf. So, du bist immer noch voll. Du fängst wieder an, voll zu werden. Machen wir gleich 6.
Oh, und ich wollte jetzt nachgucken, wie viel das ich brauche. Ich glaube, ich brauche 40, ne? Jawohl. Also 40 Stück davon. Dass wir dann das Wire machen können. Dass wir Richtung LV marschieren. Für mich heißt es jetzt aber definitiv, dass ich eigentlich jetzt losziehen müsste und Kohle besorgen. Hier habe ich gar nichts. Also Coke Coal dürfte ich dann überhaupt nicht mehr haben. Das ist nicht gut. Sehr schön. Das heißt, wir haben unsere Arbeit, was wir jetzt dann noch erledigen dürfen, auch noch schön ausgesucht. Das gefällt mir total gut. So, haben wir noch was zum Essen da? Sich um die Küche zu kümmern, wird auf jeden Fall auch noch demnächst mal so interessant werden. Sondern die letzte Brezel essen. Und dann hätte ich gesagt, schnapp ich mir meine Rucksäcke. Und dann hätte ich gesagt, holen wir mal Kohle, dass wir dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall die Rubber-Sachen zusammen haben. Und vor allem, dass wir dann auch den Stahl wiederherstellen, weil es, wie gesagt, da werden wir auch einiges brauchen, bis wir die richtigen Maschinen haben. Weil, wie gesagt, wir brauchen Turbine, wir brauchen Wirecutter, oder Wiremill, wir brauchen. Ich bin sogar mittlerweile beim Überlegen, ob ich den Mixer nicht vorher mache. Das wird sich zeigen bei der nächsten Folge. Ich wünsche jetzt euch noch viel Spaß beim Time Up und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.